Und den ersten Aufschlag zu dieser Fallbearbeitung haben unsere polnischen Gäste. Sie haben sich untereinander abgestimmt. Ich weiß nicht, wer anfängt bei Ihnen. Ja, zacznę. Ich beginne. Frau Wysocka. Bardzo proszę. Also wenn jemand von Ihnen, dann besonders spreche ich hier die Kolleginnen und Kollegen aus Polen an. Wir werden das aus der polnischen Sicht beleuchten und dann später aus der deutschen Sicht. Also wenn jemand von Ihnen sich beteiligen möchte jetzt an diesem Fall und ins Mikro gehen möchte und Anmerkungen anbringen möchte, bitte sehr. Wenn dem nicht so ist, dann fange ich an, aus der Sicht der polnischen Seite. Also die erste Frage gilt, welches Erbrecht wäre im Todesfall der beiden Ehegatten anwendbar? Also hier mangels des Rechtes wäre der gewöhnliche Aufenthaltsort zum Todeszeitpunkt. Aus diesem Fall geht hervor, dass die Eheleute in Berlin wohnen. Da haben sie auch Vermögen in Form dieser Wohnung. Hier haben sie auch sich entschieden zu leben. Da ist der das Lebenszentrum, könnte man meinen. Also es müsste das deutsche Recht als anwendbares Recht herangezogen werden. Aber gemäß der Verordnung können die Eheleute auch das anwendbare Recht auch selber wählen für diesen Erbfall. Aber im Falle von Herrn Wagner, der sowohl ein deutscher Bürger ist und auch in Berlin wohnt, in der Praxis besteht die Möglichkeit nicht, das Recht zu wählen. Also er kann nur sein Recht des Staates wählen. Also im Falle von Frau Wagner wiederum, da stellt sich die Frage, die kann auch das polnische Recht wählen, weil sie polnische Staatsangehörigkeit hat. Und da die Frage nach der Staatsangehörigkeit, die Verordnung besagt, dass welche Staatsangehörigkeit man hat, dessen Recht wendet man an. Also wenn wenn Frau Maria Wagner durch mehrere Gesetze als Bürgerin anerkannt werden würde, dann könnte Frau Wagner im Rahmen von diesen mehreren Gesetzen wählen. Ja? Auf der zweiten Seite haben wir eine Modifikation zu diesem Fall. Und dann könnte uns interessieren, die Modifikation, die besagt, was ändert sich, wenn Sie im Alter nach Polen, im späten Alter nach Polen umziehen würden und dort Ihren Lebensabend verbringen würden. Ja, es scheint, es wäre möglich, weil wenn dieser Kasus gelten soll, das Recht zum Zeitpunkt des Todes, also wenn Sie nach Polen auswandern würden, ja, dann treffen sie, scheint es, das ist kein Urlaub, das ist eine Auswanderung, dann scheint es, die treffen eine wirksame Entscheidung. Das könnte das zur Folge haben, dass die Erbfolge nach denen nicht nach dem deutschen Recht, sondern nach dem polnischen Recht geregelt werden würde, als nach dem letzten Aufenthaltsrecht des Aufenthaltsstaates. Ja. Das andere betrifft auch Die Frage 2 lassen wir nach der Lunchpause zu beantworten. Also der deutsche Notar empfiehlt Ihnen, jeweils ein Einzeltestament zu verfassen, ist sich aber nicht sicher, ob dieses auch in Polen anerkannt würde. Also ich verstehe es so, dass der deutsche Notar befürchtet, wenn das Testament nach der Form im deutschen Recht erstellt wird und diese Form im polnischen Recht nicht vorgesehen ist oder wird, dann ob das polnische Gericht dieses Testament als gültig erklärt. Und hier mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung ändert sich auch nicht viel, weil die Verordnung vertritt auch diese Position, dass die formelle Gültigkeit der Testamente aufrechterhalten bleibt. Also wie man schon früher gesagt hat, in Bezug, also auf Polen, wo seit vielen, vielen Jahren wir Haager Übereinkommen haben über Testamentform, wird dieses Testament weiterhin diesem Übereinkommen
unterliegen. Also das, ja, das würde dann weiter bestehen. Wenn es um Erbverträge geht, dann wird durch Haager Übereinkommen das nicht geregelt, somit müsste das durch die Verordnung geregelt werden, also durch Artikel 27. Also, einige EU-Mitgliedstaaten sind nicht im Haager Übereinkommen und also bezüglich Testamentform und das würde dann teilweise hier unter Kollisionsrecht fallen. Und wenn es um die formelle Gültigkeit des Testamentes geht, dann muss der deutsche Notar nicht befürchten, dass das für ungültig erklärt werden könnte aus der Sicht des polnischen Gesetzes. Ja, vierte Frage. Gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel gemeinschaftliche Testamente oder ein Erbvertrag, insbesondere weil die Ehegatten eine Bindungswirkung untereinander sich wünschen? Ja, wie schon erklärt wurde, im deutschen Recht, sowohl die gemeinschaftlichen Testamente und Erbverträge sind zugelassen. Also wenn das anwendbare Recht für Nachlass das deutsche Recht sein soll, dann ist das kein Problem. Problem entstehen könnte, wenn das anwendbare Recht das polnische Recht wäre, welches die gemeinschaftlichen Testamente nicht vorsieht und auch die Erbverträge nicht vorsieht, außer natürlich Erbverzichtverträge oder Erbschaftsverzichtverträge. Also man könnte sich hier behelfen, indem man die Rechtswahl trifft, indem Zulässigkeit dieser Instrumente, also wenn Zweifel bestehen, ob Gemeinschaftstestamente oder Erbverträge als gültig erklärt werden aus der Sicht des polnischen Gesetzgebers, ist es möglich, das Recht nach dem Artikel 25 zu wählen. Und da stellt sich auch die Frage, ob wenn der Fall vor dem polnischen Gericht auseinandergesetzt werden würde und wenn sich herausstellen sollte, dass das deutsche Recht gilt, ob das Problem vielleicht nicht besteht, dass das polnische Gericht dann untersuchen muss, gemeinschaftliches Testament oder Erbverträge, was dem polnischen Gericht nicht bekannt ist. Und hier wäre das Problem von Public Order. Und die Doktrin in Polen besagt, dass hier die Public Order Klausel nicht eingreift. Und solange das deutsche Recht zuständig ist, so ist auch aus der Sicht des polnischen Gerichtes, so gelten diese Instrumente und müssen akzeptiert werden. Ja, die Frage Nummer 5. Also ferner möchten die Ehegatten, dass ihre Kinder beim Tod des erstversterbenden Ehegatten möglichst keine Ansprüche geltend machen können. Also die Kinder, die inzwischen volljährig sind, wären gegebenenfalls bereit, an einer einvernehmlichen Regelung mitzuwirken. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, aus der Sicht des polnischen Rechts, der Vertrag auf Nachlassverzicht, wenn das polnische Recht gelten würde, dann besagt das polnische Recht, welche Rechte die Kinder haben, die von dem Erblasser außer Acht gelassen wurden im Testament. Also da würden wir im polnischen Recht eventuell nach Vorempfängen suchen oder Pflichtteil, vielleicht Alimentansprüche. Da würden wir im polnischen Recht suchen nach den Möglichkeiten, also nach dem Motto, wie kann man die Kinder schützen oder die engsten Verwandten des Erblassers, wenn sie im Testament vergessen worden wären. Also das muss man im Erbstatus dann suchen. Und wenn wir über Vorempfänge sprechen, dann stellt sich die Frage, ob wenn der Fall vor dem polnischen Gericht verhandelt wäre und das zu anwendende Recht ein anderes Recht wäre, in dem kein Vorempfang vorgesehen ist, ist das dann Public Order Verletzung, dass dann diese Klausel eingreifen müsste. Und auch in diesem Fall ist die Rechtsprechung der polnischen Gerichte und die Doktrine besagt, dass alleine der Umstand, dass das polnische Recht die Vorempfänge
zulässt oder einfach beinhaltet. Das heißt nicht, dass diese Institution in der Verfassung so streng geschützt wird, dass hier diese Public-Order-Klausel zur Anwendung kommen müsste. Also man muss ja auch dabei erinnern, dass in dem Entwurf der Verordnung aus dem Jahre 1995 war Absatz 2 über Public Order, in dem es hieß, dass die Mitgliedstaaten sich nicht auf diese Klausel berufen sollen, in der Situation, wenn das anwendbare Recht die Fragen der Vorabfänge anders regelt als das Forumrecht. Und hier auch möchte ich noch Sie bitten, zu blättern. Und da steht die Frage C. Was wäre, wenn es nicht um Ehegatten ginge, sondern um eine in Deutschland eingetragene gleichgeschlechtliche deutsch-polnische Lebenspartnerschaft? Ja, und hier diese Frage soll auch aus der Sicht der Klausel Public Order ansprechen, weil aus dem Grunde, weil in Polen Diskussion geführt wird, ob das polnische Gericht, in dem es einen Fall untersuchen müsste, auf der Grundlage eines fremden Rechtes, wo das Erbrecht einer Lebenspartnerschaft zustehen würde, ob man das untersuchen darf oder es greift hier Public Order Klausel ein. Also einige berufen sich auf Artikel 18 der polnischen Verfassung, in der es heißt, dass die Ehe, dass es eine Ehe besteht aus einer Ehe zwischen Mann und Frau. Das heißt, in Polen sind die Lebenspartnerschaften nicht zugelassen. Das heißt, das ist die Frage, darf also das polnische Gericht die Folgen der ausländischen Vorschriften zulassen, die in Polen nicht existieren könnten? Und die Doktrine sagt in Polen, nein, darf nicht zulassen. Und wie, welchen Rat kann ich Ihnen geben, dass die Erbrechte der Lebenspartner nicht anerkannt werden? Dann müsste man ein Testament erstellen, weil in einer Situation, in der der Partner nicht per Gesetz, sondern im Testament erben würde, dann diese Orderklausel wird nicht greifen. Da besteht kein Risiko, dass die Nachlassrechte des Partners nicht anerkannt werden. Danke.